Eines der größten Probleme für die Polizei in Hamburg ist, dass seit Ronald Barnabas Schill, Ole von Beuys Senat, die Zentralisierung der Polizei stattgefunden hat. Das hat Strukturdefizite mit sich gebracht, die hier beim G20-Gipfel komplett aus dem Ruder gelaufen sind. Das ist etwas, was wir seit 12, 15 Jahren vorhergesagt haben. Es ist natürlich niemand in der Lage, zu welchem Zeitpunkt, aus welchem konkreten Anlass es passiert. Hier ist es geschehen. Und dazu möchte ich Ihnen ganz gerne folgendes Bild beschreiben. Die Polizeikräfte waren um die 21.000 Menschen stark. Das ist die Stärke einer Division, einer NATO-Division. Und der Polizei Hamburg fehlten die ganzen Einsatzstäbe, die man vor der Zentralisierung in den Polizeidirektionen 4 Stück früher in Hamburg vorhanden hatte. Jeder Einsatzstab war handlungsfähig. Dazu gab es noch einen übergeordneten Führungsstab. Jetzt gibt es seit 12, 15 Jahren nur noch einen einzigen Einsatzstab. Und das ist in diesem Fall natürlich in persona vor allen Dingen Herr Dudde. Das bedeutet, wenn man während einer polizeilichen Lage gravierende, gleichrangig zu bearbeitende Problembereiche hat, wie hier das Elfi-Konzert am Freitagabend und in der Schanze das sich entwickelnde Szenario, was wir alle noch vor Augen haben, dann ist dieser Einsatzstab überhaupt nicht funktionsfähig. Es hat in dem Einsatzstab, das ist jetzt schon, also das ist wie belegt, ein heilloses Chaos gegeben. Dudde wird gesagt haben, ich kümmere mich jetzt erstmal nur um die Elfi, dass die Staatsgäste unbeschadet das Konzert wahrnehmen können und danach um die Schanze. Das ist die Haupterklärung für die 2,5 Stunden Abwesenheit des Rechts. Plünderung von Geschäften, Sparkasse und andere Dinge. Die vielen Einzelbeispiele, Polizei sich wie also marodierende Banden verhalten haben gegenüber Journalisten, aber auch in der Gefangenensammelstelle, wie man mit den Gefangenen und Rechtsanwälten umgegangen ist. Es lohnt im Grunde nicht der Einzelaufzählung. Es lohnt in einer ordentlichen Bearbeitung durch einen Untersuchungsausschuss oder wer auch immer das aufbereitet, vielleicht auch wissenschaftlich an einer Fachhochschule der Polizei, wenn die sich das denn trauen dürfte. Das Problem ist jetzt vor allen Dingen, dass diese Strukturdefizite, die hier in dem Maße zum Tragen kamen, also es fehlt die Ebene bei einer Division der Brigaden, das wären die 4 Direktionen gewesen, A2, 3000 Menschen, die denen untergeordnet gewesen wären. Man hatte jetzt plötzlich nur noch die Kompanie und damit war man nicht mehr handlungsfähig. Und selbst bei der Schwerpunktsetzung zugunsten der Elfi war es ja nicht möglich, einen wirklich reibungsfreien Ablauf zu garantieren. Es gab Probleme bei der Anreise. Die Staatsgäste wurden auch gebeten, nicht wieder ins Hotel zurückzufahren, sondern gleich zum Essen. Das wird im Moment so alles ein bisschen unter den Teppich gekehrt. So, das ist ein Strukturdefizit in der Polizei Hamburg, das mit dem Herrn Udo Nagel, der damals aus München als Polizeipräsident nach Hamburg geholt wurde, nachdem 3 andere bessere Köpfe abgelehnt hatten, unter Ronald Barnabas Schill mit Herrn von Beuys als Polizeipräsident zu dienen. Diese zentrale Funktionseinheit Polizei Hamburg ist für solche Konstellationen nicht mehr aufgestellt und wird es jetzt auch weiterhin nicht. Es wird keiner diese Strukturen im Moment ändern. Wir hören es ja derzeit, dass die Bundeskanzlerin zusammen mit Olaf Scholz den Schwamm-Drüber-Blues anstimmt. Man will einfach nicht eingestehen, dass es Fehler gegeben hat. Hier hätten jetzt zwingend der Polizeipräsident, der Innensenator und natürlich der Einsatzleiter seinen Hut nehmen müssen. Vielleicht auch Olaf Scholz. So ist determiniert, dass alle im Sattel bleiben werden, in ihrem Amt bleiben werden, mindestens bis nach der Bundestagswahl. In dem Moment, in dem man diesen Polizeipräsidenten entlassen würde, würde man auch klar zum Ausdruck bringen, es ist etwas schiefgegangen. Es sind Fehler eingetreten.
also wird genau das im Moment nicht möglich sein, einen von diesen Herren aus ihrer Überforderung zu erlösen. Es gibt noch einen größeren Rahmen bei der Entwicklung zu diesem katastrophalen, also dem schlimmsten Polizeieinsatz, den es in der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat. Und zwar über mehrere Tage hinweg an mehreren Stellen. Ob nun das Auseinanderschlagen der Demonstration am Donnerstagabend am Fischmarkt, wofür im Grunde als Blaupause das gleiche Szenario vom 21. Dezember 2013 diente, dort eine Demonstration direkt vor der Roten Flora auf dem Schulterblatt. Auch dort hat damals noch Peter Born als Gesamteinsatzleiter, aber Dutte im Führungsstab unmittelbar dran, hat man mit Vorwänden den Kopf der Versammlung zerschlagen. Das Gleiche fand jetzt hier an dem Donnerstagabend statt. Dazu diente auch die Komplettgenehmigung der Anmeldung der Demonstration ohne jede Auflage. Das geschah, das ist für Fachleute schon klar gewesen, als diese Meldung über Radio und andere Medien ausgestrahlt wurden. Das dient einfach der Polizei folgendem Zweck. Die werden relevante Fehler machen, rechtlicher Art, worüber wir zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit haben, einzugreifen, bis hin zum Totalverbot. Und so ist es ja auch geschehen. Also selbst das im vorderen Bereich dieser Versammlung am Fischmarkt jetzt, beim G20-Gipfel, bis auf 5% der rund 1000 Autonomen ihre Vermummung abgelegt hatten am Gesicht, reichte der Polizei nicht. Man jagte die eine Berliner Hundertschaft hinein, um sie von dem Rest der Versammlung abzutrennen. Und das ist das kleine Einmaleins im Fach Einsatzlehre für die Ausbildung abgehobenen Dienst, dass jeder weiß, dass das nicht funktioniert, ohne dass friedliche Versammlungsteilnehmer erheblich in Mitleidenschaft geraten. Das weiß man seit den 70er Jahren, im Grunde seit den 60er Jahren, aber zu dem Zeitpunkt wurde noch nicht so eine fachliche Aufarbeitung betrieben. Das war krass rechtswidrig, das Verhältnismäßigkeitsprinzip missachten, das im Grundgesetz Verfassungsrang hat. Das ist auch Standard inzwischen, dass eben jede Kleinigkeit gemeldet wird. Und wenn man also sich die Bilder ansieht, wie viele hunderte Demonstranten allein mit Pfefferspray rechtswidrig bedient wurden, da gibt es bis heute keine verlässlichen Zahlen, obwohl der Staat dazu was sagen müsste. Also es gehört zur üblichen Polizeilyrik. Wir haben knapp 500 Verletzte. Tatsächlich waren es aber nur die Hälfte ungefähr während der drei entscheidenden Gipfeltage. Die anderen 250 etwa waren im Vorfeld, der 14 Tage vorher. Und die wirklich relevanten Verletzungen mit Knochenbrüchen und Vergleichbarem reduzieren sich zum Glück auf 2 Dutzend etwa. Das ist normal. Also es wird dann auf die Tränendrüse gedrückt. Und auch da bitten wir als Kritische darum, dass der Fokus auf die Geschichte in Hamburg gelegt wird. Nach dem 21.12.2013 kam die Polizei Hamburg ja so in Legitimationsnot, weil der Einsatz damals genauso schief gelaufen war, dass sie diesen Davidswachenüberfall vom 30. Dezember 2013 konstruierte und aus der Pressestelle der Polizei Hamburg in Serie Lügentatbestände den Medien verkauft wurden. Also falscher Tatort, falscher Handlungsablauf und viele andere Sachen. Das ist leider Standard und es ist nicht mehr möglich, dass seitens der Journalisten diese Dinge vernünftig gedanklich durchdrungen werden, weil es in Hamburg in keinem Medium mehr einen richtigen Polizeireporter gibt. Früher hat jede Redaktion sowas gehabt, manchmal 2 und 3. Bild, Morgenpost, Abendblatt, wie sie alle heißen, auch im Rundfunk. Es gibt den klassischen Polizeireporter nicht. Das heißt ja, die Journalisten sind noch stärker abhängig davon, dass die staatlichen Instanzen die Wahrheit sagen. Vieles dessen, was wir täglich sind, ja 2, 3, 5 Seiten manchmal, Polizeiberichte, nicht nur im Boulevardbereich zu lesen, das sind
im Grunde abgedruckte Pressemitteilung der Pressestelle Polizei Hamburg. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Diese Geschichte 21.12.13, Zerschlagen der Demonstration, bevor sie überhaupt in Gang kam, also so ähnlich wie jetzt am Fischmarkt, G20, danach die Lügengeschichte mit der Davidswache, um letztlich 6 Tage später das Gefahrengebiet für Hamburg zu produzieren, von dem über 80.000 Bürger betroffen waren. Also Sonderrechte gegen ihre Bürgerrechte fanden statt. Das wurde ja dann ganz langsam zurückgedreht und hatte übrigens einen Effekt, der auch jetzt wieder zum Tragen kommt, dass Olaf Scholz, damals schon Bürgermeister in Hamburg, aus seinem Sonderetat, 30 Millionen Euro pro Kalenderjahr, der Polizei 10 Millionen mal ebenso spendierte, für schnellere Beförderungen und für zusätzliche Sachausstattung. Man kann auch sagen Aufrüstung. Das Gleiche erleben wir jetzt. Schon im Vorfeld des G20 hat die Hamburger Polizei so viel Zusatzausstattung bekommen, wie sie nie in ihren schönsten Träumen sich das erwünschen konnte. Und jetzt kommt noch mal was obendrauf, weil ja auch noch behauptet wird, dieser Polizeieinsatz sei gelungen. Es sei ein ausgezeichneter Einsatz gewesen. In Berlin gibt es verschiedene ständig vorhandene Einsatzstäbe für unterschiedliche Lagebilder. Und bitte nochmal die Genesis. Das kam von dem Notnagel, also Herr Udo Nagel, der aus München nach Hamburg kam, als Polizeipräsident in grandioser Überforderung dann Präsident war. Und er hat die gesamte Struktur der Münchner Stadtpolizei auf Gesamt-Hamburg, Hamburg ist ja aber ein Bundesland, übertragen. Wenn Sie für München einen Einsatzstab haben, dann können Sie immer noch Einsatzstäbe von woanders ranholen, die zwar dann nicht die Ortskenntnis haben, also Nürnberg und was es da an größeren Städten in Bayern gibt. Aber das funktioniert. Das ist eine Hamburger Besonderheit, die nochmal Ronald Barnabas Schill, Ole von Beuys, die ganzen anderen Innensenatoren unter von Beuys, ist ja ein trauriges Bild. Also der Nockelmann, der jetzt für die AfD in der Fraktion sitzt, in der Bürgerschaft, das sind ja Lachnummern von Innensenatoren gewesen. Aber danach Michael Neumann, SPD-Alleinherrscher 4 Jahre, die SPD hat das perpetuiert. Zum Teil mit dem gleichen Personal an den Schlüsselstellen der Polizei Hamburg. Und wir Kritische haben eben auch sehr intensive Hintergrundgespräche geführt. Unter anderem mit Herrn Dr. Foscherau, der mit bestimmten Sachen vorstellig wurde bei Olaf Scholz und dadurch Korrekturen herbeiführte, wie mal einen anderen Polizeipräsidenten und nicht den, der unter Ole von Beuys ausgewählt worden ist. Diese Perpetuierung läuft aber bis heute. Wenn Sie sich die Homepage unserer kritischen Polizisten anschauen, da gibt es ein Kapitel, das wir jetzt vor 3, 4 Jahren einfach beendet haben. Da gibt es so ein Hamburger Stadtschild, Unfreie und Polizeistadt Hamburg haben wir draus gemacht, aus Freie und Hansestadt Hamburg. Dort haben wir reihenweise Pressemitteilungen drin, die belegen, wie schlecht dieser Michael Neumann als Innensenator gewesen ist. Der Innensenator, den wir jetzt haben, nachdem Michael Neumann quasi vom Hof gejagt wurde, er ist dem vom Hofjagen durch seinen freiwilligen Rücktritt ein Stück zuvor gekommen. Diesen Andi Grode, den wir jetzt als Innensenator haben, der ist noch schlechter, als Herr Neumann es schon gewesen ist. Der kann aus eigenem Saft gar nichts machen. Das heißt, die Polizeiführung, also Schillprägung, das ist diese Polizeiführung, hat freie Bahn. Das ist für die Bürger der Freien und Hansestadt Hamburg sehr, sehr bedauerlich. Für die Politik auch. Also die wesentliche rechtliche Kategorie dieses Fonds ist, dass er eben kein Geschenk an die Bürger ist. Das wäre ja eh ein Retourgeschenk, weil es Steuergelder sind. Die kommen ja von den Bürgern. Sondern man versucht damit, die Staatshaftungsproblematik auszuhebeln. Die Geschäfteinhaber, die also gravierende Schäden haben, viele Hunderttausende bei Einzelgeschäften, haben ja klar angekündigt, sie wollen das Geld, den Schaden wieder gut gemacht haben. 823 bürgerliches Gesetzbuch. Und sie können über Staatshaftung, weil die Polizei hier so trottelig gehandelt wird, den Staat dann natürlich vor Gericht verklagen und relativ gute Aussicht auch haben, das Geld reinzubekommen.
Und damit sind diese Klagen hinfällig und damit die ganze Berichterstattung darüber, über solche Klagen zum Beispiel. Das ist der Hauptgrund. Letztlich natürlich auch, dass die weltweite Öffentlichkeit diesen katastrophal gelaufenen Polizeieinsatz zur Kenntnis genommen hat und man deckt da den, was ich schon mal sagte, Schwamm drüber Blues. Mit Geld kann man vieles regeln drüber. Es wird auch die rote Flora nicht geschliffen werden, das geht nicht. Das würde also jeden Monat mindestens ein Spektakel in Hamburg produzieren. Und zwar auf lange Dauer. Also nehmen Sie bitte nochmal zur Kenntnis, wir haben jetzt vielleicht 1500 Autonome aktiv in Hamburg gehabt. Nicht gerechnet die Rechtsextremisten, V-Leute, Zivilfahnder, was die da angestellt haben. Wir wissen ja von vielen Demonstrationsgeschehen, dass häufig V-Leute Steine geschmissen haben auf Polizeibeamte. Sogar eigene Kollegen auf Polizeibeamte. Das ist dokumentiert. Aus Berlin, aus vielen anderen Einzellagen. Nehmen wir nochmal die 1500 Autonomen und angekündigt waren von den Verfassungsschutzämtern 8000. Was wäre denn dann los gewesen? Die wurden ja motiviert zum Handeln, so wie die Polizei im Vorfeld arbeitete. Ob bei Entenwerder mit der absurden Räumung des Camps oder dann am Mittwochabend auf der Reeperbahn, wo 2.000, 3.000 Menschen, die die Straße zwar blockierten, aber einfach sich was gönnten, Alkohol oder nicht alkoholisches, von der Straße gespritzt worden. Also diese ganze Kraftmeierei, diese intellektuell-gedankliche Unflexibilität in den Köpfen dieser Polizeieinsatzführer, die kriegen sie auch nicht mehr geändert, diese Mentalität. Was es braucht, was haben wir kritische seit vielen, vielen Jahren immer wieder angemahnt, wir brauchen kritische Köpfe, man muss die Kritik zulassen, man muss sich damit auseinandersetzen, weil darüber eine ganz andere Qualität in den Entscheidungen entwickelt wird, die auch viel nachhallender sind, viel tragender sind. Die Gewerkschaft der Polizei, die vertritt inzwischen Rechtsauffassungen, die sind jenseits jeglicher Rechtsstaatlichkeit. Am Montag nach der Räumung Entenwerder sitzen der Bundesvorsitzende Oliver Marchow, mit dem ich 2 Wochen vorher auch im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages saß, wir waren beide als Sachverständige bei einer Anhörung geladen, und der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Hamburg bei einer Pressekonferenz. Selbst N24 hat irgendwann abgedreht, was anderes ausgestrahlt. Die haben allen Ernstes zu begründen versucht, dass die Räumung von Entenwerder trotz bestehenden Gerichtsbeschlusses, Verwaltungsgericht Hamburg, dass die dort campen dürfen, rechtens war, was die Polizei gemacht hat. Und Sie erinnern sich vielleicht, ein paar Stunden nach dieser Pressekonferenz urteilte eine andere Kammer des Verwaltungsgerichts, das ist jetzt doch verboten. Und nochmal gut 2 Tage später hat das Oberverwaltungsgericht Hamburg entschieden, die können dort campen. Und dann haben die Aktivisten ja gesagt, wir verzichten drauf. Einige sind auch deshalb wirklich abgereist. Also das war eine Demotivation für bestimmte Versammlungsteilnehmer, optionale Versammlungsteilnehmer. Und es war gleichzeitig eine Motivation für die Gewaltbereiten, sich dann auch gütlich zu tun, wenn die Gelegenheit da ist. So, die Gewerkschaft der Polizei gehört nicht mehr im Deutschen Gewerkschaftsbund. Wer solche Vorsitzenden hat, der kann ernsthaft, wenn der DGB seine eigenen Ansprüche ernst nimmt, nicht wollen, dass wir sowas da rumlaufen haben. Vor der Einrichtung der GdP als 17. Säule damals beim DGB, die kleinste Einzelgewerkschaft, auch heute noch die kleinste, gab es in der ÖTV, öffentliche Dienste, Transporte, Verkehr, das ist jetzt heute Verdi, eine Arbeitsgruppe Polizei. Da fand eine exzellente Schulung statt, also auch der Funktionäre der Gewerkschaft der Polizei, die es dann später wurde, etc. Dann soll Verdi eine Arbeitsgruppe aufmachen. Aber sowas als Gewerkschaft im DGB laufen zu lassen, das kann nicht ernsthaft noch undurchdacht bleiben.